Im folgenden Bericht bringen wir einen Auszug aus der aktuellen Gemeinderatssitzung. Im Mittelpunkt der Tagesordnung stand der Verkauf des Multiversums. Bei der 419. Sitzung des Gemeinderates ging es wieder einmal schwerpunktmäßig um das Multiversum. Zum einen ging es um das Insolvenzverfahren der Werner Schlag Academy und die damit verbundene Übernahme der Geschäftsanteile der WSA Betriebs GmbH an der Multiversum Schwechat Betriebs GmbH, und zum anderen diskutierte man die weitere Vorgehensweise bei der Veräußerung vom Multiversum Schwechat. Bürgermeisterin Karin Bayer erklärte, warum die Punkte 9 und 10 der Tagesordnung betreffend der Werner Schlag Academy so wichtig seien. Die Veräußerung des Multiversum Schwechat zügig vorantreiben zu können, sollte die Herstellung einer Rechtssicherheit betreffend Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen der Werner Schlag Academy Betriebs GmbH einerseits und der Stadtgemeinde Schwechat sowie der Multiversum Schwechat Betriebs GmbH andererseits eine Generalbereinigung herbeigeführt werden. Der folgende Antrag von Bürgermeisterin Bayer an den Schwechater Gemeinderat zur Annahme des Vergleichsangebotes der Werner Schlag Academy wurde heftig diskutiert. Sowohl die FPÖ als auch die ÖVP Schwechat wollten diesem Antrag nicht zustimmen, wie Stadträtin Andrea Kaiser und Gemeinderat Alexander Edelhauser bekräftigten. Wir werden diesen ganzen Multiversum-Punkten auch nicht zustimmen, auf der einen Seite, weil ich auch nicht einsehe, weshalb man eine Generalbereinigung im Insolvenzverfahren der Werner Schlag Akademie abschließen sollte. Gemeinderat Peter Pinker von den Grünen fordert die Oppositionsparteien zu mehr Verantwortungsbewusstsein auf. Wenn man sich bereit erklärt, von Verantwortung zu übernehmen, ja, dann will man auch Gespräche wirklich ernsthaft mit der FPÖ führen. Aber was die FPÖ da aufführt, das ist ja nur leere Vorwürfe. Ja, diese Manipulationen und alles, das haben wir schon seit Jahren gehört. Hier ist weder ein anderes Klima in Schwächert, das ist beim Ausgang durchgedrungen. Die Bereitschaft zu Parteigesprächen gibt es immer noch. Man kann alle Fragen stellen. Ja. Man kann es natürlich in Anfragen formulieren. Wenn man es ein bisschen früher übermittelt, kann man sich im Zaun setzen und drüber reden. Man kann den Geschäftsorientationen des Multiversums weniger tun. Ja. Dann kann man wirklich auch darüber diskutieren, aber das ist ja gar nicht die Intention der Regierung. Es ist einfach wieder nur, irgendwelche Floskeln in die Luft zu blasen und zu sagen, okay, das ist alles so schlimm, ja. Aber die müssen das tun. Nach längerer Diskussion zwischen den einzelnen Parteien mit diversen Sticheleien untereinander nahm der beauftragte Rechtsanwalt Dr. Helmut Platzkummer Stellung. Mir ist natürlich völlig klar, dass dieser Themenkomplex Universum auch eine politische Komponente hat und eine die Frage der Verantwortung und der Verantwortlichkeit nach sich zieht. Nur meine ich, dass das in anderen Gremien und auf einer anderen Ebene zu beurteilen sein könnte. Wir sind hier da, um Schadensbedingungen jetzt zu erzielen. Und dafür verbinde ich mich und das sehe ich als meine Aufgabe. Ich sage heute, ich empfehle, diesen Vergleich anzunehmen. Der Antrag wurde schlussendlich mit Stimmenmehrheit der SPÖ und Grünen angenommen. Sämtliche Oppositionsparteien stimmten dagegen. Der 11. Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung behandelte die weitere Vorgehensweise bei der Veräußerung des Multiversums. Es wurde beantragt, dass Herr Dr. Casati mit der Ausschreibung des Multiversums beauftragt werde. Der Einwand von FPÖ-Stadträtin Andrea Kaiser, dass die Vergabe der Ausschreibung wieder zusätzliche Kosten verursachen würde, wurde von Bürgermeisterin Karin Bayer entkräftet. Zum Ersten wüsste ich jetzt nicht genau, wo die Einschätzung herkommt, dass die Beauftragung des ausschreibenden Anwalts an 100.000 Euro kosten soll, weil sein Pauschalangebot liegt bei ca. 40.000 Euro und die Stundenabrechnung, weil er unterstützt wird von der Frau Geschäftsführerin Neumann Leiner und dem Bedarfsverlauf von Dr. Kaiser, wird sich definitiv unter dieser Grenze bewegen und wir werden es auch noch schriftlich festlegen, dass sie keinesfalls diese Grenze des Pauschalangebots überschreiten darf. Am Ende stimmten die Gemeinderäte fast einstimmig für diesen Antrag und somit steht der Ausschreibung und somit dem Verkauf des Multiversums nichts mehr im Wege.